Speicher, den man füttern muss. Doch was muss, das muss, und irgendwann ist ja mal Schluss. Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause. Von morgen. Sieht aus wie Eiersalat. Wirklich. Quatsch. Das ist eine wunderbare Collage. Du bist sehr talentiert. Echt? Max konnte es nicht ertragen, mit anzusehen, wie Philipp sich an Julia heranmachte. Ich traue mich kaum, dich zu fragen. Glaubst du, die Pinsel reinigen sich von selbst? Ha? Kann ja sein. Aber nicht in diesem Leben, mein Freund. Ha? Los. Komm, lass uns abhauen. Es gibt Rouladen. Nicht die weg. Tim, ich komm gleich nach. Lass mir eine Roulade übrig. Hi. Hi. Die 1,5 habe ich nur deinem tollen Roboterdesign zu verdanken. Jetzt übertreibst du aber. Max, warst du nicht schon fertig? Ich war nicht gründlich genug. Nein, Quatsch. Ich würde mich gern mit einem Ausflug revanchieren. Freunde meiner Eltern haben eine Pferdezucht. Vielleicht am Wochenende? Von mir aus gerne, aber da geht's leider nicht. Ich bin mit meinem Bruder verabredet. Dein Bruder kann doch auch mitkommen. Echt? Das wäre ja super. Aaron liebt Tiere nämlich über alles. Julia, soll ich dir deine Pinsel abwaschen? Ja, klar. Danke, Max. Könnte Max vielleicht auch noch mitkommen? Ja, klar. Dein kleiner Bruder kann auch mitkommen. Supi. Ey, was ist mit dem Kurzen? Schon gehört, Hannes kriegt ein Stipendium. Ey, sieht so etwas Begeisterung aus? Ich freue mich. Echt cool, dass du es gepackt hast. Ich spuck schon aus, Kleiner. Was ist los? Hm? Julia fand das ziemlich supi, dass Philipp mich als ihren Bruder bezeichnet hat. Das hat sie bestimmt nicht so gemeint. Hast du eure Vorgeschichte schon ausgeblendet, ha? Mensch, ihr habt euch sogar schon mal geküsst. Eben. Wie man seinen Bruder halt küsst. Wieso schmeißt sich der Philipp jetzt ausgerechnet an Julia ran? Und wieso kennt er auch noch Leute, die eine Pferdezucht haben? Wenn wenigstens Jojo noch leben würde. Um bei Julia zu punkten, brauchst du keine Pferde. Was denn dann? Verrate ich dir gleich. Die Sache ist ganz einfach. Als erstes sollte man mit einer Frau immer alleine sein, wenn man mit ihr reden will, okay? Okay. Zweitens, Mädels stehen auf Süßes. Ich meine, ich bin süß. Wenn Mädchen einer Sache nicht widerstehen können, dann sind es Süßigkeiten. Ich muss. Drittens, du musst dir immer das Gefühl geben, deine Prinzessin zu sein. Lade sie ein, aber protz nicht zu sehr rum. Hast du was zu schreiben? Wenn du das alles verinnerlicht hast, dann wird dir Julia zu Füßen liegen. Okay, war's das? Noch nicht ganz. Das Wichtigste fehlt noch. Romantische Filme im Kino bei Popcorn. Und dann ganz langsam. Hm? Alles klar? Okay. Okay. Danke. Guten Appetit. Sieht echt mega lecker aus, oder? Hm. Geht's noch? Ach, klar. Kannst du mal kurz verschwinden? Ich muss was mit Julia klären. Es ist echt so mega hyper wichtig. Ah ja. Julia, ich komm gleich. Geh kurz zu Carla. Hey Julia, na? Hi Max, möchtest du mal von meinem Auflauf probieren? Ist echt super lecker. Nee, danke. Ich hol mir eine Roulade. Kann ich dir einen Nachtisch spendieren? Total lieb von dir, aber echt nicht nötig, danke. Doch, du hast eben ein super tolles Bild gemalt. Echt Picasso-like. Max, was ist los? Nichts, wieso? Erst reinigst du meine Pinsel. Jetzt willst du mich auf den Nachtisch einladen, dann lobst du auch noch mein Bild. Okay, ich bin gleich wieder da. Du nähtest Julia in England und ich hier. Dann sterbe ich ja vor Sehnsucht. Frag mich mal. Meine Eltern schalten auf stur. Die meinen, 6 Monate im Ausland seien ausreichend. Aber ihr könnt euch doch ab und zu sehen. London ist schließlich nicht aus der Welt. You're right, dear. Und bei dir? Gibt's was Neues von der Monierfront?
Happy End vorerst ausgeschlossen. Ein Traum von heißen Himbeeren auf Bourbon-Vanillesoße. Lass es dir schmecken. Wenn du mir nicht sofort sagst, was los ist, schmelzen noch gleich die Poolkappen. So, kommst du mit mir ins Kino? Nachher? Es läuft Sommer auf Sardinien. Oh ja, der Film soll super romantisch sein. Aber seit wann stehst du auf Schnurzen? Eigentlich schon immer. Julia, los geht's. Sommer auf Sardinien. Das tut mir jetzt echt leid, Max. Max! Max! Hallo! Was machst du denn hier? Aaron möchte Insel der Pinguine gucken. Aaron mag Pinguine. Können wir nicht einmal was alleine unternehmen? Aber Aaron stört uns doch überhaupt nicht. Doch, manchmal stört Aaron schon. Aaron stört. Aaron stört Max. Aaron stört Max. Max ist da. Aaron. Aaron will nach Hause. Aaron will nach Hause! Was denn hier los? Aaron will nach Hause! Max ist böse! Böse, 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 böse! Max hat meinen Bruder ein bisschen gekränkt. Aaron, lass uns doch den Pinguin finden. Nein! Okay? Aaron will nach Hause! Hey, Aaron, du bist doch schon groß, oder? Aaron ist groß. Aaron ist ganz groß. Größer als Max. Und stärker. Und darum wird Aaron jetzt lieb sein. Und lachen wie ein Pinguin, ja? Aaron will den Film sehen. Na dann, komm. Ja. Das war echt nicht so gemeint vorhin. Ich mach's doch wieder gut, okay? Erst lade ich euch zum Eisessen ein und dann begleite ich Aaron mit nach Hause. Aaron, hättest du denn was dagegen, wenn Max und ich dich wieder zurückbringen? Komm schon, das war nicht so gemeint. Sind wir wieder Freunde? Max ist doof. Soll Julia den Rückweg etwa ganz allein zurücklegen? Kommt nicht in die Tüte. Philipp soll mitkommen. Philipp soll mitkommen. Würdest du dir denn was ausmachen? Kommst du denn auch mit? Ja, natürlich. Worauf warten wir dann noch? Ja, Philipp kommt mit. Ja. Mach dir einen schönen Namen, Max. Ist ja strange. Erst steht Philipp auf Julias Bilder. Dann lässt er sich von ihr seinen Roboter bemalen. Und zum Dank lädt er sie auf einen Ausflug ein. Heute taucht er zufällig im Kino auf und schaut sich diesen bescheuerten Pinguinfilm an. Sorry. Sieht echt schlecht für dich aus, Kumpel. Du musst um Julia kämpfen. Nicht nur wüsste wie. Max hat sich echt daneben benommen. Vielleicht hat er nur einen schlechten Tag. Aber das ist doch noch lange kein Grund, meinen Bruder so zu behandeln. Das meint er nicht so. Max hat vielleicht ein Problem, sich in andere hineinzuversetzen. Ich war auch mal so. In dem Alter, meine ich. Du? Naja, vielleicht nicht ganz so krass. Aber Max wird auch lernen, sich irgendwann zu beherrschen. Spätestens in der 8. oder 9. Klasse. So lange will ich aber ehrlich gesagt nicht mehr warten. Kann ich verstehen. Hast du eigentlich noch Lust auf den Ausflug? Und wie? Schade, dass Aaron jetzt erstmal im Heim bleiben soll. Nach dem Ausraster heute. Wir könnten ihn ja ein anderes Mal mitnehmen. Das ist doch mein Wort. Was machen wir mit Max? Keine Ahnung. Das entscheidest du am besten selbst. Tim hat echt eine Sauklaue. Nö, nicht. Schreib lieber. Und leg endlich mal dein Angebein nie weg.
Nur kein Neid. Immerhin hat das Teil Hannes gerettet. Kann ich umblättern? Nein, ich habe erst die Hälfte. Frisch gepresster Möhrensaft. Wie du ihn liebst. Julia, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Aber das ist doch nicht das erste Mal. Ich kann auch schlecht zwei Möhrensäfte auf einmal trinken. Julia, bitte, jetzt nimm schon. Ich bin nicht käuflich. Julia, bitte verzeih mir. Du bist echt das allertollste Mädchen, das es gibt. Oh, Max, steh bitte sofort wieder auf. Das ist ja entpeinlich. Was soll ich denn noch machen? Immer, wenn ich mit dir reden will, dann kreuzt Philipp auf. Und dann bin ich plötzlich nur noch Luft für dich. So ein Blödsinn. Blödsinn? Hast du denn den Ausflug zu den Pferden schon abgesagt? Wieso sollte ich? Weil ich es dir verbiete. Aha, du verbietest mir das? Geht's noch zum Möhren, Casanova? Oh, na super. Ich wünsche, dass du richtig auf die Schnauze fliegst. Muss ja wissen, ruf die Fresse. Noch nie eine Freundin am Start gehabt, aber den großen Experten markieren. Den Gefallen tue ich dir nicht. Welchen Gefallen tust du Berti nicht? Ach, der wollte nur eine Runde auf dem Moped drehen. Ohne Helm. Aber das kann ich nicht verantworten. Viel zu gefährlich. Spinner gibt es immer wieder. Du kommst allein? Max bleibt lieber zu Hause. Schön festhalten, damit ich dich während der Fahrt nicht verliere. Dieser Onk! Wer? Philipp! Ach, Monias neuer Mitbewohner. Was hast du denn gegen den? Der gräbt Julia an. Ja, und sie? Sie hat sich eben auf sein Moped gesetzt und sich richtig an ihn rangedrückt. So hier. Ist in Ordnung, okay? Vielleicht hat sie auch einfach nur Schiss gehabt, runterzufallen. Das ist trotzdem widerlich. Wieso fährt sie denn nur auf diesen Schleim hier? Also, dass sie auf das Moped abfährt, ist eher unwahrscheinlich. Vielleicht dann doch eher, dass er etwas älter ist als du. Das ist bei Frauen so. Siehe Milner. Julia hatte noch nie ein Problem mit meinem Alter. Und dann vielleicht, dass er etwas größer ist als du? Nach meinem nächsten Wachstumsschub gucke ich locker auf ihn runter. Mein Opa ist 1,90. Oder 1,80. Oder so. Vielleicht hat Julia ja eine Schwäche für Gesichtspullover. Was ist denn das? Na, Bartwuchs. Ich habe ihn vorgestern mit dem elektrischen Rasierer im Bad gesehen. Was ist denn an seinem Pseudostoppeln so toll? Na, die symbolisieren Männlichkeit und Stärke. Und dann auch seine Klamotten, ja, von lässig bis schäffig. Also, würde ich sagen. Das ist doch alles Oberfläche. Also, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ja, und wie? Der Schimmel war echt zum Verlieben. Und wie er über die Hürden gesprungen ist. Cool. Dann wird Aaron bestimmt auch begeistert sein. Hier, für ihn, damit die Vorfreude ein bisschen steigt. Da wird er aber echt happy sein, danke. Liebe Grüße an ihn. Darf ich dich noch auf ein Getränk einladen? Man könnte gerade noch so hinhauen. Ich muss nämlich noch eine Menge Hausaufgaben machen. Ich glaube, ich träume. Was ist mit dir passiert? Die perfekte Mischung aus Dieter Bohlen und Heiner Zech. Weit vorne, Max. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll, um sie zu beeindrucken. Ach, das musst du doch gar nicht. Wart einfach ab. Abwarten. Abwarten, bis Philipp sie erobert hat. Niemals. Vielleicht,
Vielleicht sind sie ja schon ein Paar. Nix. Ich weiß echt nicht mehr, was ich machen soll, Mia. Schreib ihr. Das liest sie bestimmt. Ja, probier's einfach. Mein Schreibpapier ist in der zweiten Schublade. Oh, Mia, du kannst mir doch jetzt nicht einfach sitzen lassen. Ja, aber ich bin mit Milena zum Sport verabredet. Du machst das schon. Viel Glück. Unsere Liebe, nein, die Liebe, die Liebe. Wie ist die Liebe? Die Liebe ist wie... Die Liebe ist wie eine Büroklammer. Egal, was man zwischen sie klemmt, sie hält alles zusammen. Bei uns hat sie auch alles zusammengehalten. Früher. Aber seitdem Philipp sich an dich rangemacht hat, ist die Büroklammer total verbogen. Ist so süß. Philipp, dieses Schwein. Das ist echt das allerletzte, Max. Ich hab doch nur einen Satz gelesen. Raus! Hi. Hi. Pass auf, ich habe einen super Witz für dich. Kennst du den? Eine Ziege und eine Schnecke wollen das mündliche Abitur bestreiten. Die Ziege fragt die Schnecke: Und? Hast du es geschafft? Ja, meint die Schnecke. Schleimen muss man können. Nicht meckern. Boah, ist der bescheuert. Ich finde ihn lustig. Sehen wir uns heute Abend? Klar, bis dann. Bis dann. So eine Tracht steht dir bestimmt super. Nass auf Würfel. Heute Abend wird mir Julia aus der Hand fressen. Deshalb bin ich nett und lass ihr den Vortritt. Fresse, du Pocke! Mia! Hi. Ich wollte dich nicht stören. Willst du was trinken? Ich bin wegen Max hier. Ach so. Er hat tierischen Liebeskummer. Den hab ich auch. Mir geht's total mies. Ich vermisse dich auch. Glaubst du noch? Brauch ich nicht. Ich bin auch so topfit. Schön. Steht dir immer noch gut, wenn du lächelst. Du im Verschwitzten und dann siehst aber auch nicht schlecht aus. She's the one. If there's somebody calling me on, she's the one. Halt mich noch kurz fest, bitte. Ich kann nicht mehr hier. Es geht nicht. Okay, schon gut. Sorry. So, was ich eigentlich wissen wollte, hat Philipp dir zufällig gesagt, was heute Abend mit Julia geplant ist? Er hat nur irgendwas von Hilfestellung beim Stalldienst gesagt. Okay, danke. Wenn Philipp Julia in Stroh zerren will, dann stürmen wir. Ja, und dann? Fesseln wir ihn und Hohenberger. Ach, und der soll ihn dann von der Schule schmeißen, oder was? Genau.
So habe ich mir das gedacht. Die Sache mit dem kleinen Haken. Da drin machen einfach nur zwei Leute ihren Stalldienst. Und zwar Julia links und Philipp mit mindestens 4 Metern Abstand rechts. Wart's ab. Mann, wir schleichen jetzt schon seit über einer halben Stunde hier rum. Das war's. Oh, Bruno. Soll ich dich beim Abendessen entschuldigen? Wie kannst du jetzt nur ans Futtern denken? Max, deine Fantasie geht gerade mit dir durch, ja? Guckst selber zu viele Mystery-Filme. Oh Mann, ich mach mir doch nur Gedanken um Julia. Die ist schon alt genug. Die weiß schon, wen sie sich als Hilfskraft aussucht, ja? Denk mal drüber nach. Hey, 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 wird nicht Hilfe! Hast du's? Scheiße. Och nee, Kontrolletti-Post von Mama und Papa. Mit Riesen-Attachment? CC an Maxchen und dich. Klick mal. Hm. Unsere Ellies wollen nach London ziehen. Really? Und das Beste ist, wir sollen alle mitkommen. It's marvelous. Mia, was ist los? Freust dich doch. Hey, hier wird nicht ausgerissen. Oh nein, verdammt! Hallo? Hey, Hilfe! Hey! Nein! Hast du's? Ich habe die Biogasanlage gesprengt. Mach dich auf den Mörderärger mit der Steiner gefasst. Falsch! Du kriegst Ärger und zwar mit mir. Das ist total daneben, sich im Stall bei Julia herzumachen. Du notgeiles Schwein. Kriegst du völlig am Rad? Sind es die giftigen Gase oder was? Max, du wolltest mich also retten. Na klar, was denkst du denn? Aber es gab doch überhaupt gar keinen Grund dafür. Hallo? Du hast die ganze Zeit um Hilfe geschrien. Aber das war doch auch nur, weil uns die kleinen Ferkel ausgerissen waren. Und wir es leider nicht mehr geschafft haben, sie einzufangen. Dann hat sich Philipp gar nicht... Hä? Wofür hältst du mich? Okay. Verstehe. Ich geh da mal duschen. Max, warte. Mich wollte noch niemand retten. Das ist echt der Hammer. Wow. Und wenn du jetzt nicht so müffeln würdest... Könnte ich dich glatt dafür umarmen? Julia, ich mach nie wieder Unsinn. Ich schwör's. Bei Aaron entschuldigst du dich auch noch mal, ja? Ja, klar. Und ich lese nie wieder in deinem Tagebuch. Und wenn doch, dann bitte nicht nur die letzte Seite, ja? Na, mach schon. Unmöglich. Ich hab doch gerade versprochen, dass ich das nicht mehr mache. Wenn ich dir das erlaube, ist das was anderes, Max. Na gut. Max, Max, Max. Ist so süß. Julia, ich bin so ein Chaot. Genau deswegen mag ich dich ja. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind
die Kicks von morgen.